Schwestern. Eines Tages in einem schönen Zuhause. Luna, Laura, aufstehen, es ist Schule. Aufstehen, Schwesterchen. Alles okay? Ja. Komm, gehen wir ins Badezimmer. Wir müssen uns fertig machen. Yep. So. Komm. Ich hol schon mal unsere Rucksäcke. Okay. Oh, Essen ist schon fertig. Yep, für dich gibt's eine Karotte, eigentlich wie immer. Für deine Schwester gibt's Ananas und ein paar Chips. Das war lecker. Ich habe leider nicht alles geschafft. Ist nicht schlimm. Habt ihr schon Zähne geputzt und so? Yep, haben wir gemacht. Schon Taschen geholt? Yep, und alles schon gepackt. Und auch schon Hausaufgaben gemacht. Na dann, super. Dann könnt ihr euch ja schon auf den Schulweg machen. Machen wir. Komm, Schwester. So, da sind wir. Hast du heute Lust auf Schule? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Eigentlich wie immer. Wer hat denn bitte schön Lust auf Schule? So, na komm. Ich hoffe, wir kommen wieder nicht zu spät, wie fast jeden Tag. Mann, ihr seid schon wieder zu spät. Ihr müsst es unbedingt mal in euren Kopf kriegen, dass ihr nicht zu spät kommen seid. Ihr wisst schon, das ist Schwänzen. Okay, wer kann mir denn sagen, was 5 mal 8 ist? Keiner? Ich? Sehen Sie mich nicht? Wieso haben Sie mich überhaupt nach hinten gesetzt? Ich meine, ich bin hier doch die Beste. Hier wird nicht angegeben. Was ist denn? 40 natürlich. Das ist korrekt. So, wer kann mir denn sagen, was 7 mal 8 ist? So ein Ding, dang, dang. Oh Mann, ich wollte doch noch das Ergebnis sagen. Pause, Pause, woo! Laura, ich will dir mal was gestehen. Was denn? Sind wir hier alleine? Yep, komm jetzt, sag. Du brauchst keine Angst haben. Ich werde schon dich nicht auslachen. Ich bin nicht verliebt. Wow. Puh, du bist in sie verliebt. Sie interessiert sich kein Stück für dich. Aber sie war doch so nett zu mir. Ja, was hätte sie denn sonst sagen sollen? Aber... Los, heul doch. Stopp. Oh. Hallo, Kinderchen. Ihr könnt auch sanft da klopfen. Tut uns leid, Mutter. Was gibt's zu essen? Ah, das, was es zum Frühstück gab. Tut mir leid, wir haben jetzt nicht mehr so viel. Ist nicht schlimm, Hauptsache wir haben überhaupt was zu essen. Ah, das hört man ja gerne. So, ist Luca überhaupt im Kindergarten, weil ich ja ganz schön viel geschnarche? Er hat heute frei. Wieso hat er immer frei? Es ist halt so, sein Kindergarten ist nicht so unfassbar streng. Oh, wieso ist es dann die Schule? Das wissen wir doch nicht. Hallo, Bruderchen. Oh, ihr spinnt doch wohl, mich auf meinen Schlaf zu wecken. Mama! Oh mein Gott, wart ihr das? Wieso habt ihr euren Bruder mitten in seinem Schlaf geweckt? Wir wussten ja nicht, dass wir ihn wecken. Ihr habt es doch bestimmt extra gemacht. Wieso solltet ihr sonst euren Bruder wecken? Ihr kriegt 3 Monate Hausarrest oder noch 4. Was? Aber das war doch gar nicht schlimm. Für euren kleinen Bruder aber schon. Sowas macht man nicht. Haha. Essen ist fertig. Luca, sag ihnen sofort, dass sie die Musik leiser machen sollen. Ich kann nicht, sie sind so laut. Mach bitte aus, mach bitte aus. Was ist denn los? Essen ist fertig. Ihr hört nie wieder so laut Musik. Ihr kriegt noch 5 Monate zu Hausarrest. Oder besser, 10. Mir reicht es jetzt mit euren Spielereien. Aber...
Oh, kommt runter essen, es gibt Gegrilltes. Zack. Und ich setz mich auch hin. Ich liebe gegrilltes Fleisch. Ich eigentlich nicht. Aber naja, ist trotzdem lecker. Komm, gehen wir jetzt Zähne putzen. Und ab ins Bett. Ich bin schon voll müde. Ich nicht so dolle. Oh, wieso denn? Wegen Mutter, sie... keine Ahnung. Eine Stunde später. Kannst du noch einschlafen? Nee, gar nicht. Sollen wir uns vielleicht rausschleichen? Aber wir haben doch... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren. Hausarrest. Ich weiß, aber mich interessiert nicht, was unsere blöde Mutter sagt. Ich schleich mich jetzt raus. Du kannst ja noch bei unserer blöden Mutter schlafen. Wuhu! Oh, ey, dann komme ich halt auch mit. Wuhu! Laura, Luna, ich mach mal kurz das Licht an. Wo seid ihr? Oh, ich weiß genau, was sie anstellen wollen. Das werde ich an Mutter petzen. Hier wolltest du hin? Ja, hier ist es doch voll gemütlich. Okay, ich hoffe, es wird nicht zu kalt sein. Ich glaube, es wird schon gehen. Einmal bitte nach oben. Einmal bitte nach oben. Okay, steigt ein. Hier willst du echt schlafen? Ja, guck mal nach oben, da ist eine Hängematte. Oh, die ist mir ja gar nicht aufgefallen. Gehört die nicht eigentlich Kackmann? Ja, schon, aber ist doch komplett Wumpe. Oh, tut mir leid, Schwester. Macht nix. Oh. Oh Mann, Schwester, ich glaub, wir kennen dich jetzt zu weit. Los, geh rein! Okay, kannst du so schlafen? Ja. Okay. Ihr denn hier? Wieso schleicht ihr euch raus? Ich hab euch gesagt, dass ihr Hausarrest habt. Aber wir wollten nicht mit dir zusammen schlafen. Aua! Oh, kommt jetzt sofort mit, ihr beide. Ihr werdet zu Hause bleiben. Los, ab mit euch, Fräulein. So hast du, du kleiner Bengel, uns verpetzt. Ich petze doch immer, das wisst ihr. Doch ich bin doch Luca. Ich wäre nicht Luca, wenn ich nicht petzen würde. Das könntest du mal aus deinem kleinen Kopf schieben, herumzupetzen. Petzen macht keiner. Ist dir das schon mal aufgefallen? Petzen ist so... Petzen machen nur Idioten. Und ich glaube, du möchtest kein Idiot sein. Aber was hätte ich sonst sagen sollen? Keiner weckt mich aus meinem Schlaf. Oh, ich hasse ihn. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Schwester. Guten Morgen. Ist erst ein Tag vom... Ein Monat vorbei. Ich weiß, aber eine richtig coole Sache, die wir hier machen können, ist Klavierspielen. Okay. Das Schönste aller Zeiten, wann was man auf dem Klavier spielen kann. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Bist du bereit? Wieso soll ich nicht bereit sein? Okay. Da-da-da-da-da. Ich spiele gerne Klavier. Spiele gerne Klavier. Woher kommt dieser bescheuerte Krach? Ich spiele gerne Klavier. Wieso spielt keiner so gerne Klavier? Was ist hier passiert? Jetzt kriegst du nicht nur Hausarrest, sondern Klavierarrest. Und du wirst das alles jetzt aufräumen. Aber das Klavier ist doch so schwer. Kriege ich nicht Hilfe von Papa? Nein, Papa muss arbeiten. Los, mach dich an die Arbeit. Monate später. Da ja ein 5 Monate vorbei ist, habe ich für euch eine kleine Überraschung bereitet. Wieder ein gemaltes Bild. Nein, ich hab's extra gekauft. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein kleiner Teddy.
Oh, und Sadie, sind wir nicht ein bisschen zu alt dafür? Ihr seid erst 9 Jahre alt, dafür seid ihr nicht zu alt. Oh, danke schön. Kann ich mich jetzt bitte entschuldigen? Wir fanden es schon sehr blöd, was du uns angetan hast, aber ja. Entschuldigung! Das war's mit unserer Geschichte. In der Erde.